Ich habe ich auch gesehen. Meine Freundin ist gerade reingekommen, damit ihr alle nicht mehr fragen müsst, ob ich mit Raffaela zusammen bin. Bin ich nämlich nicht. Hallo. So. Ich das mal ganz professionell hier dran. Satire. Nein, ich meine das ernst. Ich spreche heute wieder über Tierrechte mit euch. Mache ich noch mein geiles Mikro dran. Und ihr könnt mir natürlich Fragen stellen zu allem, was das Thema Tierrechte angeht. Ich bin seit 4 Jahren Tierrechtsaktivist und aktiv auf der Straße unter anderem und online. Ich lebe vegan und fühle mich besser als vorher. Sehr geil. Was hat dich bewegt, vegan zu werden? Du bist besser als so viele. Ja, danke. Am Ende geht es aber nicht darum, welcher Aktivist besser ist, sondern ob ihr vegan lebt oder nicht. Wieso sollte ich vegan sein? Ja, genau. Darüber wollte ich sprechen. Und zwar, wie ihr auf dem T-Shirt sehen könnt, nicht vegan sein ist nicht okay. Oder auf dem Tanktop. Und die Frage, bist du schon vegan oder noch brutal? Das Ganze könnt ihr auf Discord verfolgen. Ihr könnt dort debattieren und mit Leuten live sprechen und darüber sprechen, ob ihr schon vegan seid oder nicht und aus welchem Grund ihr noch Tiere in den Tod schickt. Ja, und sonst schaut euch die Videos an auf 31.org, vor allem die ersten 10 Minuten aus Earthlings. Das ist sehr, ja, gibt euch einen anderen Blick auf die Welt und wie wir die Tiere sehen, weil wir sehen die Tiere nur als ja, Sandwiches, als Burger, als Schnitzel, als Schuhe, die man anziehen kann oder Gürtel, die man trägt. Und das ist eine komplett gestörte Art und Weise, die Tiere zu sehen. Weil wenn wir klein sind und aufwachsen, lernen wir im Prinzip, dass Tiere respektiert werden sollen, dass wir Tiere schützen sollen. Dass wenn wir nach der Ente greifen und die ausweicht, dass unsere Eltern uns sagen, ja, die möchte nicht von dir angefasst werden. Wenn wir auf den Schwanz treten von dem Hund, dass wir beigebracht bekommen, dass der genauso Schmerzen spürt wie wir. Wenn wir die Katze irgendwie zu lange streicheln und die mit dem Schwanz zuckt, dass das ein Zeichen ist, dass wir sie in Ruhe lassen sollen. All diese Sachen, die wir lernen, deuten darauf hin, dass wir vegan leben sollen, deuten darauf hin, dass wir, dass Tiere genauso fühlen können wie wir, dass Tiere genauso einen Willen haben. Und dieser Wille wird gebrochen, wenn man sie tötet, wenn man sie als zu Fleisch verarbeitet, wenn man sie zu, ja, Gürteln oder was auch immer verarbeitet und das ist es nicht, ja, wert, ne? Und ja, ich wollte noch mal kurz sagen, 269 gerade da in Followern. Wer das mitbekommen hat mit Raffaela, also die militante Veganerin wurde angegriffen und beworfen. Und all diese Leute, die sich immer beschweren und rumheulen, dass wir ja die Aggressiven sind und wir ja die Leute zwingen, seht ihr mal, wer jetzt wirklich Aggression zeigt. Und zwar die Seite der Fleischesser. Ne? Und ja, klar, sind nicht alle so gestört drauf. Aber falls ihr was gehört habt, falls ihr diese Leute kennt, die so ehrenlos sind und würdelos und eine Frau angreifen und dann sogar noch wegrennen, dass sie sich nicht mal wehren kann. Ja, meldet euch bei Raffaela und sagt Bescheid, weil das ist absolut, ja, wie schon gesagt, echt asozial und wir reden mit euch auf der Straße in einem
respektvollen Ton. Wir reden mit euch und wollen euch die Wahrheit sagen. Je nachdem, wie uneinsichtig ihr seid oder wie sehr ihr euch selbst anlügt auf der Straße, schaut mein letztes TikTok-Video oder vorletztes mit dieser Frau, mit dieser Älteren. Je uneinsichtiger ihr seid, dass man da vielleicht auch mal ein bisschen emotionaler wird. Aber wir sind alle Menschen, das ist normal, dass man mal emotional wird in Debatten. Und es ist aber nicht normal, wenn man dann jemanden angreift oder anspuckt, was mir auch schon passiert ist. Und wir wollen euch letztendlich nur die Wahrheit sagen. Und wenn ihr damit nicht klarkommt und Döner essen wollt und ja, was auch immer machen wollt, dann ja, geht einfach weiter, hört nicht zu, guckt nicht den Livestream an, macht einfach euer eigenes Ding. Und ja, ne, ihr könnt uns dann in Ruhe lassen. Aber genauso wie wir euch in Ruhe lassen und euch nicht hinterherrennen und euch den Döner aus der Hand schlagen oder euch den Burger aus der Hand schlagen, das machen wir auch nicht. Also ja, seid respektvoll, genauso respektvoll, wie wir mit euch reden. Und es ist sogar die respektvollste Sache, die man machen kann, jemandem die Wahrheit zu sagen. Wie oft sieht man Politiker, die einfach nur lügen, den lieben langen Tag, die euch Versprechen machen, dass es ja, dass ihr ein schönes Leben bekommt, dass in Deutschland alles besser wird und so weiter und so fort. Und am Ende wählt ihr die und werdet nur verarscht. Und wir hingegen sagen euch, was wirklich passiert in der Tierindustrie. Wir sagen euch, was wirklich dahinter steckt, was den Tieren widerfährt, was ihr nicht gezeigt bekommt durchs Marketing. Ihr werdet ausgetrickst vom Marketing, indem ihr solche Schmerzen beizubringen, solche Gewalt anzutun. Aber mit einem Spielzeug, ja, dann ist es doch viel besser. So lernt man langsam halt zu ignorieren, dass man eigentlich für die Tiere sich Gedanken macht, über die Tiere sich Gedanken macht und dass man denen keine Schmerzen zufügen will. Dadurch entlernt man diese Verbindung mit den Tieren. Geht mal auf den Lebenshof statt auf den Bauernhof. Seid mal mit den Tieren dort zusammen. Versucht zu realisieren, dass diese Tiere alles Individuen sind, die alle ihre Eigenheiten haben. Die Leute vom Lebenshof werden euch erzählen, wie diese Tiere ihre eigenen Eigenheiten haben. Selbst wenn sie sich ähnlich sehen, ähnlicher als wir auf unser Auge ja, wahrnehmen kann, heißt es nicht, dass wir denen das antun dürfen. Ne? Und ja, Marketing. Das Happy Meal steht vor allem im Vordergrund. Oder wie viele Leute auf das Halal-Marketing reinfallen. Es ist einfach nur ein Label, was die draufdrucken und alle denken, ja klar, jetzt ist es natürlich Halal. Wer war schon mal in einer Halal-Schlachtkammer? Ne? Ich habe von einer Muslima gesagt bekommen, dass sie die Kammern einfach nur nach Mekka ausrichten und der Rest wird gar nicht beachtet. Und dann sagen die, ja, ist aber Halal, ne? Also, ihr lasst euch austricksen auf diese Art und Weise. Oder das Kind, was die Bärchenwurst oder Bärenmarke Milch vorgesetzt bekommt. Ist euch eigentlich klar, was für eine Verarsche das ist? Bärenmarke, das ist ein süßer kleiner Teddybär, der einem die Milch empfiehlt, damit man davon absieht, dass Kühe mit der Faust die Faust hinten reingesteckt bekommt und dann besamt wird, zwangsbesamt oder in anderen Worten vergewaltigt wird, nur damit die ein Kind zeugt, das am Ende auf dem Teller landet oder das ja tot auf dem Teller landet und die Milch der Kuh weggenommen werden kann, damit ihr sie trinkt und auch noch denkt, ein kleiner Teddybär hat die gemacht. Oder die Milka, ne, die lila Kuh, die auf der Wiese steht. Natürlich in den schönsten Alpengebieten, die man sich vorstellen kann. Ja, und am Ende, niemand denkt daran, dass Milka ja auch gar keine Biomilch hat und auch das kann von sonst wo kommen, ne? Also nicht, dass Bio besser ist. Klar, die töten auch Tiere. Ich meine nur, bei Milka macht ihr euch erst recht keine Gedanken. Und so lasst ihr euch austricksen. So fallt ihr auf dieses Marketing rein. Und
Ja, das ist halt einfach zu, es ist halt einfach traurig, wie die Leute dieses Marketing ihr Gehirn beeinflussen lassen und vergessen, dass sie diese Verbindung zu den Tieren haben, die sie als Kinder gelernt haben. Wer nicht aufgepasst hat, als Kind lernen wir natürlich, dass Tiere Empfindungen haben, dass Tiere wie Enten, Katzen, Hunde, was sieht man noch in der Wildnis, vielleicht ein paar Eichhörnchen oder so, dass die alle ja irgendwie in ihrer eigenen Lebensrealität leben und dass die nicht von euch ja, gestört werden wollen in ihrem Tagesablauf. Also woher nehmt ihr euch das Recht, denen Gewalt anzutun? Woher nehmt ihr euch das Recht, die so zu behandeln, weil ihr einfach Lust auf diesen Geschmack habt? Und es gibt keine Rechtfertigung, es gibt keinen Grund, dass ihr das weiterhin machen könnt, ne? Weil andere Tiere essen, damit zieht ihr euch aus der Verantwortung. Weil es legal ist, damit zieht ihr euch auch aus der Verantwortung. Es gibt keinen Grund, das den Tieren anzutun. Und deswegen überlegt euch wirklich, stellt euch wirklich einmal der Wahrheit auf ahn3x.org. Stellt euch wirklich dem, was ihr verursacht durch eure Kaufentscheidungen, was eure Eltern verursachen durch ihre Kaufentscheidungen. Wollt ihr wirklich das weiter unterstützen? Und ich mache ja niemanden anderen runter oder ich kritisiere, also ich kritisiere die Menschen, aber ich verurteile sie nicht. Ich habe selber viel zu lange Fleisch gegessen und Milch getrunken und Eier gegessen. Aber das heißt nicht, dass ich, nachdem ich die Wahrheit gesehen habe, noch weitermachen muss damit. Jeder von uns hat die Wahl. Ich war heute nicht im Gym, ich gehe morgen wieder, Donnerstag. Ja, vielleicht beantworte ich jetzt erstmal ein paar Fragen, die nicht so dumm sind, wie Pflanzen haben ja auch Gefühle. Katzen können auch vegan ernährt werden. Das ist mittlerweile gut möglich. Wir wissen ernährungswissenschaftlich, was Katzen und Hunde brauchen. Das heißt, wir können auf die Vitamine und Nährstoffe achten, die wir denen zuführen. Das heißt, ist es natürlich unsere moralische Verpflichtung, wie selbst vegan zu leben, auch unseren tierischen Mitbewohnern das zu ermöglichen, damit nicht noch mehr Leid entstehen muss, damit wir nicht entscheiden müssen, zwischen welchem Leben, also welches Tier leben darf und welches Tier sterben muss. So, jetzt sind ein bisschen weniger drin, also es ist immer noch 500, aber ich versuche mal ein, zwei Fragen zu beantworten, bis ich dann mit dem zweiten Monolog anfange. Was ist mit vegetarisch? Vegetarier beuten weiterhin Tiere aus. Also vegetarisch ist einfach nur eine andere Ebene wie, oder die gleiche Ebene wie ein Fleischesser, vegan ist die andere Ebene. Weil vegan schließt alle Tierprodukte aus und damit alle Ausbeutung des Tiers. Und was macht das für einen Sinn zu sagen, ich möchte nicht, dass Tiere für mich sterben wegen Fleisch, aber wegen Milch. Genauso, das ist genauso, als würde jemand, der Fleisch isst, einfach keine Milch trinken. Er hat einfach ein Produkt aus seinem Ernährungsplan rausgestrichen. Aber beteiligt sich noch an dem weiteren Leid. Ne? Also, das macht es natürlich nicht besser, vor allem nicht für die Tiere, höchstens für dein Gewissen. Und das ist auch das Problem an Vegetarismus. Es schafft diese Idee, dass wir einen Schritt getan haben, dass wir oder dass die Menschen, die vegetarisch sind, einen Schritt getan haben und Teil der Lösung sind. Dabei sind sie weiterhin Teil dieses Gedankenkonstrukts, dass wir Tiere nutzen dürfen. Und das muss abgeschafft werden. Und wenn sie sich dann schon gut fühlen und toll fühlen, weil sie ja vegetarisch sind, dann bringt uns das leider nicht weiter und bremst sogar eher die Bewegung, vegan zu werden. Aber irgendwas redet er über Tierschutz und will Tiere vegan ernähren. Genau. Weil Tierschutz hört nicht bei Hunden und Katzen auf. Ist doch logisch. Wenn man Tierschutz sagt, dann meint man natürlich alle Tiere. Ja, was benutze ich für veganen Muskelaufbau? Ich mache am Ende nochmal ein Posing, wahrscheinlich so 20 Uhr, bevor ich den Stream beende.
Vielleicht mache ich auch 1,5 Stunden, mal gucken, wie da so die Nachfrage ist. Also ich esse ganz normal eigentlich. Also ich esse viel, also morgens, ich habe mal gemessen, 120 Gramm Haferflocken. Das ist auf jeden Fall schon eine ordentliche Portion. Dann, ja, Leinsamen natürlich. Ich gehe jetzt einfach mal einen Tag durch, was man so isst, was easy gut Proteine bringt auch, ne? Ja, Leinsamen packe ich rein, dann so ein Müsli-Mix. Ne? Manchmal mache ich auch Porridge, dann nehme ich diesen Müsli-Mix nicht und habe dann ja einfach 120 Gramm Haferflocken mit Hafermilch. Ja, ein bisschen bescheuert, man kann auch einfach Wasser nehmen, aber tja, Hafermilch tut's auch. Aber ja, dann packe ich da halt auch oft Erdnussbutter rein oder Mandelmus. Ist ja auch komplettes natürliches Produkt, nur eine Zutat. Also holt euch nicht diese Erdnussbutter mit 30 verschiedenen Zutaten und Palmfett und was auch immer drin, sondern einfach nur geröstete Erdnüsse. Punkt. Vielleicht noch eine Prise Salz, aber das muss auch nicht mal sein. Ja, dann, da, wie gesagt, Erdnüsse oder Nüsse generell haben gut Proteine. Packt euch die ins Müsli oder ins Porridge rein. Und dann natürlich Obst, also auf jeden Fall eine Banane oder ein Apfel. Je nachdem, welches Porridge ich mache, ich mache manchmal Schoko-Porridge. Dann nimmt man das, bereitet man, zermatscht man eine Banane, packt dann da Schokolade drauf, Bitterschokolade, die ist meistens vegan, also fast immer. Ja, und dann mischt ihr das warme Porridge da so rein und dann, wenn man das ein bisschen stehen lässt, hat das so eine richtig geile Schokokonsistenz. Am besten noch Erdnussbutter rein. Hat man so ein Snickers-Frühstück und sogar recht gesund. Ja, das ist so Standard. Ne? Dann zu Mittag, kommt drauf an, ob ich bei der Arbeit bin. Da esse ich dann meistens das vom Vorabend, einfach warm gemacht. Oder halt einen Salat. Da packe ich dann einfach Feldsalat oder anderen Salat packe dann da Erbsen rein, nicht Erbsen, packe dann da Linsen rein, Mais, Dinkel, Quinoa und dann halt so ein selbstgemachtes Dressing mit Senf, Ahornsirup und Pfeffer, Salz und Leinöl. Ja, damit man auch die Omega-3 abdecken kann und keine Fische abschlachten muss, um die Omega-3s abzudecken. Ich möchte Vegetarier werden. Nicht Vegetarier werden, vegan werden. Vegetarier beuten Tiere genauso aus wie Fleischesser. Das heißt, es bringt nichts, Vegetarier zu werden, wenn du dich komplett aufklärst. Ne? Seit wann bist du vegan? Ich bin seit 4,5 Jahren vegan. Ja, genau. Und dann zum Abend mache ich mir, zum Beispiel könnt ihr easy sowas machen wie Chili Sin Carne mit so Soja geschnetzelten. Ihr könnt es auch mit Grünkern machen, das ist auch ziemlich geil. Sonst alternativ ein Curry, also Zwiebeln anbraten mit Ingwer und dann Kichererbsen rein. Vielleicht noch ein paar andere Gemüsesorten und dann mit Kokosmilch aufgießen, schön quellen lassen und dann Reis dazu. Vollkornreis oder weißen Reis ist recht egal. Je nachdem, ob ihr das extra Eisen haben wollt. Ja. Sonst mache ich mir noch einen Smoothie fast jeden Tag. Da packe ich dann immer so gefrorenes Obst rein, 2 bis 3 Bananen. Dann packe ich da noch so einen halben Scoop Proteinpulver rein, manchmal oder meistens. Und eine Zeit lang habe ich noch Kreatin dazu gepackt, aber jetzt aktuell mache ich es weniger. Und dann, ja. Mit Hafermilch aufgießen, manchmal noch Kurkuma, also die Wurzel komplett da rein mit bisschen Pfeffer. Und damit das alles schön aufmixen und dann hat man einen richtig geilen Smoothie. Ich wollte auch mal Bilder noch posten von. Ja, das ist so, was man am Tag essen kann. Und ja, ihr merkt schon, wie viele Auswahl das ist, wie viele verschiedene Sachen. Und das heißt, ne, und dir wird nichts fehlen, dir wird nichts an Muskelmasse fehlen, dir wird nichts an irgendwas fehlen, an Geschmack, wenn du vegan lebst. Also kannst du es auch einfach umsetzen, weil das rechtfertigt alles, was du dir gerade sagst, rechtfertigt nicht, das den Tieren anzutun.
Diese Gabel ist die Liberation Pledge, das heißt, ich sitze nicht am Tisch, wo Tiere gegessen werden. Ihr könnt das in meinem Linktree nachgucken, genauso könnt ihr die beiden Links hier finden im Linktree. Wenn ihr auf mein Profil geht bei TikTok, ist da direkt ja, der Linktree verlinkt. Ja, meine Eltern sind leider nicht vegan, aber ich habe das Gefühl, dass es halt, ja, eigentlich wissen die, dass es das Richtige ist. Meine Mutter hat das auch sogar schon zugegeben, dass vegan sein das Beste ist. Aber sie hat dann auch zugegeben, dass sie ja sich nicht ändern möchte oder dass es zu schwer ist für sie, sich zu ändern. Und ja, da kann man nichts mehr sagen, ne? Weil wenn es sie für sie zu schwer ist, sich zu ändern und sie aber eigentlich weiß, dass es falsch ist, das weiterhin zu tun. Dann muss man einfach warten und hoffen, dass diese Person es doch tut. Weil das ist der einzige Grund, warum Menschen nicht vegan werden. Sie sind zu schwach, sich zu ändern oder sind zu, ja, sie können es sich nicht vorstellen oder sie haben so eine krasse Gewohnheit geschaffen oder so krasse Routine in ihrem Kopf, dass sie es nicht umsetzen können oder wollen. Fleisch für immer. Ja, irgendwann sterben alle, also nicht für immer wirst du Fleisch essen. Bin jetzt wegen dir, also dadurch, dass du den Leuten die Wahrheit zeigst, lebe ich jetzt auch. Danke. Meinst du, bist du vegan? Wie groß bist du? 1,81. Sonst wäre ich noch auf der Kamera wahrscheinlich. So. Ich kann ja auch ein bisschen weiter weggehen, ne? Dann glotze ich da nicht so drauf. Aber dann ist es schwierig zu lesen. Was hältst du von Fleischersatzprodukten? Fleischersatzprodukte sind an sich mal ganz gut, vor allem wenn man sich mal so einen Burger gönnt. Aber gesund, das Gesündeste sind sie jetzt nicht meistens. Sie sind auch nicht so übertrieben ungesund, wie viele immer sagen, mit der Chemie. Weil, ja. Chemie ist im Prinzip so ein Allgemeinbegriff. Viele verstehen gar nicht, was das bedeutet. Die meisten meinen damit Zusatzstoffe. Und Zusatzstoffe, ja klar, da hast du manchmal irgendwelche Sachen drin, die so chemisch klingen und von denen du keine Ahnung hast. Aber guck mal auf, weiß nicht, einen Energy Drink von Red Bull oder von Monster, ne? Da musst du mal drauf gucken und achten, was das alles ist. Also ja, es ist jetzt nicht allzu ungesund, es ist auch nicht allzu das Gesündeste vom Gesündesten, aber hin und wieder finde ich es immer ganz gut zu essen. Wann bist du im Gym? Wie lange gehst du schon ins Gym? Also ich bin schon länger angemeldet, aber so richtig angefangen vor circa 5 Jahren. Und da habe ich auch das erste Mal wirklich aufgebaut bis 89 Kilo und dann wieder abgenommen. Dann bin ich halt vegan geworden. Und dann habe ich aber auch wieder aufgebaut. Das heißt, ich habe geguckt, ob das funktioniert auch als Veganer und das funktioniert. Und jetzt bin ich so bei ungefähr 85 Kilo. So, was sagst du dazu? Dass Tiere sich von anderen Tieren ernähren. Sind die brutal? Ja, klar sind die brutal. Klar sind Löwen brutal zu Gazellen, wenn sie sie aufreißen. Aber Löwen haben keine Gesellschaft, wo sie darüber nachdenken können oder diskutieren können, ob das gut ist oder schlecht ist, ob das falsch ist oder richtig ist. Löwen haben außerdem keine Schlachthöfe, wo die Gazellen züchten. Und dann nach und nach immer mehr davon töten und die Hälfte von diesen gezüchteten Gazellen halt wegschmeißen, weil sie sich denken, wir können das eh nicht verwerten. Also, nein, es ist nicht das Gleiche. Was Menschen den Tieren antun, ist auf so eine hochgradige Art und Weise krank. Wir haben sowas von dem Kontext verloren, was mit Tieren ist, wie wir Tiere sehen sollen. Und deswegen, ja, Tiere haben Mitgefühl verdient, genau. Fleisch hat Vitamine.
Was? Fleisch hat Vitamine? Wenn was anderes noch, dann das alles hab, dann. Ja, okay, diese Vitamine, die du aufgezählt hast, diese B-Vitamine, die gibt es natürlich auch in der pflanzlichen Ernährung. Auch wenn du dann das irgendwie als Supplement nehmen musst. Aber ja, schaut euch die Supplement-Industrie an. Ne? Also, ich meine, Leute denken immer, okay, dann fehlt mir was. Und dann denke ich mir, hast du dir vorher in deinem Leben überhaupt schon mal Gedanken gemacht, ob dir das gefehlt hat? Ne? Machst du das erst, wenn du anfängst, dich vegan zu ernähren? Dann läuft aber so oder so einiges schief an deiner Ernährung. Ne? Unabhängig davon, ob du jetzt vegan lebst oder nicht. Also wenn du dich wirklich um Ernährung kümmerst und Fleischesser bist, hast du genügend Jod? Zum Beispiel, was eigentlich hauptsächlich in Algen drin ist. Hast du genug, es gibt ja auch Fleischesser, die keinen Fisch mögen. Ne? Hast du Omega-3? Weißt du, wo das herkommt? Weißt du, welches Omega-3 du brauchst? Leinsamen, Chiasamen, Leinöl, Walnüsse, damit kannst du dein Omega-3 abdecken. Ne? Und ja, wie gesagt, hast du dir vorher schon mal Gedanken darüber gemacht? Weißt du, wo Vitamin B2 herkommt? Vitamin B12? Wenn nicht, dann ja, vielleicht informier dich erstmal generell darüber, wie du das zu dir nimmst. Und am Ende bist du dann ein Fleischesser, der dann auch seinen ganzen Supplement, oder das heißt auch, der dann einen ganzen Supplement-Schrank voll hat, weil er wirklich alles perfekt machen will. Ja, und wenn du das schon machst, ja, dann kannst du einfach vegan leben. Ne? Also, das ist einfach nur so ein Austricksen des eigenen Gehirns, weil das ist, was eigentlich passiert bei Fleischessern. Ihr trickst euer eigenes Gehirn aus, weil ihr wisst, ihr müsst etwas ändern, weil ihr wisst, es ist falsch, Tiere zu töten. Deswegen versucht ihr aber, weil ihr habt halt diese Gewohnheit und euer Körper sagt automatisch, ich brauche das Fleisch, ich will das Fleisch essen. Trickst euer Gehirn aus und sagt im Prinzip, lasst dir mal doofe Gründe ausfallen und Ausreden einfallen, um das zu verteidigen, weil ich will das weiterhin machen, weil ich habe weiterhin diese Gewohnheit. Oberhausen, zeig mal deinen Kühlschrank. Ja, kann ich vielleicht gleich nochmal machen am Ende des Streams. Also in einer halben Stunde oder so. Trinkst du Wasser, na, ja, ich trinke Wasser. Wasser den Fischen weg. Das ist Süßwasser, also kein Salzwasser, keine Sorge. Bist du Single? Nein, bin ich nicht. Meine Freundin war ganz am Anfang im Stream, aber ist dann wieder rausgegangen. Pflanzen sind auch Lebewesen. Pflanzen sind Lebewesen, tatsächlich. Pflanzen können wachsen, Pflanzen können sogar auf gewisse Art und Weise kommunizieren. Manche Pflanzen versuchen sich durch bestimmte Mechanismen zu schützen. Aber ihr müsst euch vorstellen, so ein Apfel, die Kerne sind tief im Apfel sich verbreiten will, sage ich mal in dem Sinne, dann muss es ja passieren, dadurch, dass dieser Apfel gegessen wird und das Tier sich irgendwie auf größere Weiten bewegt und dann halt im Prinzip diese Samen, die der mitgegessen hat, irgendwo wieder hinterlässt. Und das heißt im Prinzip, selbst wenn Pflanzen ja, Lebewesen sind, heißt es ja in dem Sinne, dass die ja keine Schmerzen haben, weil die ja nicht, weil die ja sonst nicht sich süß machen würden, damit die gegessen werden können. Na, das würde ja gar keinen Sinn machen. Dann würden die sich ja anders wahrscheinlich entwickeln. Na, das geht jetzt ein bisschen zu tief, aber ja. Celina will, dass er es liest.
Okay, ich habe jetzt übersehen, was Selina geschrieben hat. Auf jeden Fall, ja, meine Freundin ist selbstverständlich vegan. Sie ist auch aktiv im Tierrechtsaktivismus und sie setzt sich auch für die Tiere ein und sie macht tatsächlich auch einige Videos von mir. Sie filmt auch manchmal, macht aber auch sehr guten Outreach. Also eigentlich sollte ich mal anfangen, sie zu filmen. Vielleicht mache ich das auch nächstes Mal. Ja, wir leben, damit wir Gott dienen und Paradies. Ja, dafür müsstest du erstmal nachweisen, dass ein Gott existiert. Weil wenn ich jetzt sage, ich habe einen Gott und sage, mein Gott hat mir gesagt, dass ich diesen Menschen da ja ins Gesicht trete und dann vor Gericht bin, dann muss ich ja irgendwie nachweisen, dass ein höheres Wesen Gott existiert und über dem Gericht steht, damit das gerechtfertigt ist. Mache 100% Tierrechtsaktivismus und keinen Klimaaktivismus. Aus bestimmten Gründen, vor allem weil ich auch das Gefühl habe, dass es sehr politisch geworden ist. Und Veganismus ist unpolitisch, das ist der Vorteil. Veganismus, du kannst die AfD wählen und du kannst die Grünen wählen oder die Linken wählen. Und in jedem Fall kannst du vegan sein. Und das widerspricht sich nicht. Weil Veganismus ist auf Tiere bezogen, auf die Rechte von Tieren und nicht auf die Menschen. Weil in dem Fall wird einmal gesagt, es geht hier um die Menschen, es geht hier um die Tiere, es geht hier um die Rechte dieser Tiere. Von daher, wählt, was ihr wollt, Hauptsache ihr lebt vegan. Tiere essen Tiere oder Tiere essen Menschen, aber warum dürfen Menschen keine Tiere essen? Tiere essen Menschen, okay. Das ist so eine Sache. Nee, das stimmt. Also klar, wenn du jetzt irgendwo tot rumliegen würdest, würde ein Tier dich essen. Ne? Oder wenn du irgendwo in der Wildnis rumlaufen würdest, würde das Tier sich wehren oder dich vielleicht auch als Beute ansehen. Was extrem selten passiert. Aber das ist ja keine Rechtfertigung, dass du ihnen das antun kannst, ne? Darfst. Es ist im Prinzip, ja, wie kann man das sagen? Dass wenn dich jetzt sag ich mal, ne, das ist kein gutes Beispiel. Aber wenn jetzt ein Tier in der Wildnis dich angreifen würde, ne, dann würdest du in sein Territorium eindringen. Ne? Du bist intelligent genug, um das zu vermeiden, also kannst vermeiden, dass sich das Tier tötet. Das ist schon mal der erste Schritt. Zweitens, du weißt halt, dass du Schmerzen spüren kannst. Du weißt halt, dass das andere Tier Schmerzen spüren kann. Wir sind uns nicht klar darüber, ob Löwe jetzt weiß, ob du Schmerzen spüren kannst und ob ein Löwe weiß, ob der dir Leid zufügt, wenn er dich angreift. Er sieht als etwas zu essen und kann nicht darüber nachdenken. Wir können das schon. Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, ja, das Tier darf das, also darf ich das auch. Weil, habe ich auch schon mal gesagt, ne, manche Tiere schnüffeln sich zur Begrüßung am Hintern. Wenn du das machen würdest bei jeder Frau, die du siehst und dann vor Gericht bist wegen sexueller Belästigung, dann kannst du auch nicht einfach sagen, aber was? Der Hund, mein Hund macht das auch immer. Ne? Ja. Ich lebe nicht in Österreich, ich lebe in Essen, in Deutschland. Ich lebe nach meiner Religion. Nicht nach irgendeinem verrückten Typen. Was meinst du, wer denn deine Religion gegründet hat? Als ob das nicht irgendwelche verrückten Typen waren. Oder der Papst oder was da nicht alles rumläuft für Leute, ne? Also, außerdem, ist deine Religion für Gewalt oder ist es eine Religion, die für Frieden und Gleichberechtigung und Gerechtigkeit steht? Das solltest du dich fragen, weil all diese Werte sind im Prinzip mit vegan konform. Und ja, wenn es nicht so ist, dann lebst du wohl in einer Religion, die Gewalt akzeptiert.
Sag mal, soll der Hai vegan leben? Witzigerweise, es gibt sogar einen Hai, der nur, also es gab einen Hai, es ist ein bisschen länger her, der nur Gemüse und Gurken und Salat gegessen hat. Also wenn ein Hai das kann, dann kannst du das doch wahrscheinlich auch. Also, gib das mal ein bei Google. Vegetarian Shark. Da wirst du witzige Sachen finden. Dann soll auch ein Löwe in den Knast. Mann, Leute, hat ein Löwe Verantwortung im Leben? Habt ihr Verantwortung im Leben? Das könnt ihr doch nicht vergleichen. Ich bin Deutscher, ja, bin ich. Ihr tut so, keine Ahnung, ein kleines Kind. Wenn ein kleines Kind jetzt, weiß ich nicht, auf dem Schulhof sich gehauen hat, ne, dann kommt das nicht vor Gericht wegen Körperverletzung. Dann kommt da der Kindergärtner und sagt, ey, geht mal auseinander, lasst das mal sein. Und dann redet man mit den Eltern mal darüber, dass sich der Junge nicht benimmt, aber der wird nicht angezeigt wegen Körperverletzung, weil er eben halt noch nicht diese Verantwortung hat. Das müsst ihr euch doch mal klar machen. Je mehr Intelligenz, je mehr, ja, wirklich Intelligenz und je mehr, je höheres Alter ihr habt, desto mehr Verantwortung habt ihr auch. Und wie es in Spider-Man so schön gesagt ist, mit großer Verantwortung. Na, wie habe ich. Ich hab nur das Zitat auf Englisch im Kopf. Mit großer Kraft und mit großer Stärke kommt große Verantwortung. Das heißt, ihr könnt euch, wenn ihr diese Kraft habt, diese Kraft der Entscheidung, dann habt ihr auch die Verantwortung, etwas Gutes damit anzustellen und die nicht einfach zu missbrauchen, eure Macht. Was für weiße Hai, was labert ihr da für einen Quatsch? Nicht jeder Hai sagt das mal einen weißen Hai. Einen. Leute, versucht mal wenigstens ein bisschen Deutsch zu können. Okay, das war jetzt auch kein richtiges Deutsch, aber einen, denn, denen. Ihr wisst alle nicht, wie diese Wörter geschrieben werden. Bitte passt ein bisschen mehr in der Schule auf, bisschen weniger auf TikTok. Und ja, dann passt das schon. Lebt deine Familie auch vegan? Habe ich schon beantwortet. Nee, leider noch nicht. Noch nicht. Bruder, trinkst du aus einer Milchflasche? Nee, das ist Tomaten. Passierte Tomaten waren da drin. Habe ich ausgespült. Warst du mal ein Tier? Ein Eigentor. Was genau ist ein Eigentor? Was habt ihr heute mit weißen Haien, Alter? Ich finde weiße Haie faszinierend, aber es ist schade, dass die halt Fleisch essen. Aber die können ja nicht darüber nachdenken. Was sagt deine Familie dazu, dass du vegan bist? Ja, zum einen ist man so ein wandelnder Vorwurf natürlich, wenn man Veganer ist und dann bei der Familie. Auf der anderen Seite wissen sie natürlich, dass ich recht habe. Und das ist dann halt manchmal einfach, ne? Wenn ich halt coole vegane Optionen oder vegane Alternativen mache. Ich habe letztens bei meiner Familie gekocht, mit meinem Vater zusammen. Das war mega geil, das Essen. Ich habe Austernpilze gemacht und die halt so ein bisschen Chicken-Style-mäßig zubereitet. Ja. Kann ich sehr empfehlen. Welche Partei hast du gewählt? Keine, muss ich zugeben, weil keine für mich irgendwie gepasst hat. Wirst du überhaupt auf Grillpartys eingeladen? Ja, auf vegane Grillpartys. Klar. Wie kümmert sich der Hai? Ich finde deine Videos so mega geil. Cool, danke. Auch endlich mal ein positiver Kommentar. Es gibt Menschen mit Migrationshintergrund, also meckern nicht Leute schlecht für Deutsch. Okay. Ja, man kann trotzdem versuchen, wenigstens Grundkenntnisse zu haben. Naja, im Internet ist das immer noch eine andere Sache, aber nein, ich meine nur, dass das halt sehr oft kommt, wo ich mir denke, wisst ihr, wie es richtig geschrieben wird? Oder ist es nur, weil ihr zu faul seid, es zu korrigieren? Würdest du eine nicht vegane Partnerin haben? Nein. Meine Partnerin ist vegan und ich würde es auch nicht anders haben wollen. Und ich will auch meine Partnerin bei meiner Partnerin bleiben.
Was machst du gerne auf den Döner? Ja, früher war ich eher so der Cocktailsoßen-Typ und jetzt habe ich aber, mag ich auf jeden Fall Tzatziki gerne, beziehungsweise Tzatziki und scharfe Soße. Nur jetzt allerdings muss man gucken, wenn man sich den selber macht, geht das natürlich. Wenn man veganen Döner irgendwo anders holt, dann muss man mal darauf achten. Auf jeden Fall eine Empfehlung: Bermuda-Döner in Bochum. Da gibt es auf jeden Fall meiner Ansicht nach den besten veganen Döner. Die haben wir den auch schon seit locker 4,5 Jahren oder so. Ja. Wenn deine Partnerin beschließt, Fleisch zu essen, machst du Schluss. Nein, die würde das nicht machen. Das ist ein Theoriefall, der nie eintreten wird. Meine Partnerin kommt ja auch nicht plötzlich auf die Idee, irgendwelche kleinen Kinder zu treten oder abzustechen. Das ist genauso unwahrscheinlich, wie dass sie plötzlich anfängt, Fleisch zu essen. Von daher, ne, wird nicht passieren. Sondern sollen Tiere auch zur Arbeit gehen? Ey, habt ihr nicht zugehört? Ich habe es doch gerade erklärt mit der Verantwortung. Wie sollen denn Tiere zur Arbeit gehen? Wie stellst du dir das vor? Hört ihr euch überhaupt zu? Lebe dank dir vegan. Mache nebenbei noch Bodybuilding, habe mir Produkte von Rocker Nutrition gekauft. Sehr cool. Also Rocker Nutrition wollen ja komplett vegan umstellen. Die sind nämlich smart und haben erkannt, dass vegan die Zukunft ist. Im Gegensatz zu manchen anderen Labels und Produkten, die es noch nicht gecheckt haben. Aber ja, dann wird Rocker und Burger King vor allem, die ja auch jetzt mehr und mehr zu vegan. Ja, trinke gerade Y-Food vegan, ja. Ich habe das selbst mal probiert mit Vanille. Ich fand es absolut nicht lecker, um ehrlich zu sein. Wer es mag, von mir aus. Aber ich finde das auch ein bisschen so ein Marketing-Trick, weil die da verkaufen, es ist eine ganze Mahlzeit. Von den Kalorien her schon, aber es ist halt einfach naja, nicht so das Gesündeste, wenn man da mal auf die Zutaten guckt. Kannst du mir vegane Kalorienquellen nennen? Number one vegan Bananen natürlich. Die sind übelst geil als Kalorienquelle und man kann einfach mal 10 Bananen auf einmal im Smoothie trinken und das ist halt einfach nur ein Getränk. Erdnussbutter auf jeden Fall auch in der Top 5. Reis, ne? Ja, also Reis kann man sich nicht so schnell machen. Haferflocken auf jeden Fall, also Porridge. Genau, regionale Bananen. Immer Bio-Bananen, weil bei Nicht-Bio-Bananen benutzen die Chitin. Also Chitin kommt von Insekten und das besprühen die dann auf die Bananen, um das irgendwie zu schützen. Das heißt, immer darauf achten, Bio-Bananen zu kaufen. Ja, ich zeige gleich noch kurz den Kühlschrank. Ich kann es auch jetzt eben machen. Und wehe, ihr rastet wieder aus wegen Plastik. Darauf habe ich keinen Bock. So. Ja, irgendwie gerade ist er nicht so geil. Also hier ist das Tofu. Da ist mein Salat. Paprika, Gurken. Hier habe ich mir jetzt geholt. Brottrunk ist nicht das Leckerste. Aber kann man trinken für die Verdauung. Ingwer-Shot natürlich. Und diverse Alpros. Und Kimchi. Plastik! Ah! Ja, hier sind die Bananen. Dann hier noch Melone und sonstiges Obst. Und hier noch gefrorenes Obst. Gefrorenes Gemüse. Ja, und die vegane Pizzabox ist noch nicht da. Ja, ihr müsst euch vorstellen, weil Plastik ist natürlich scheiße und ich kann es auch nicht empfehlen. Wenn ihr da Alternativen für mich habt, dann lasst es mich gerne wissen. Auf jeden Fall musste kein Tier für die Produktion dieses Plastiks halt sterben. Woher willst du wissen, ob Tiere Verantwortung ist? Geringverdiener, ja. Als Ingenieur verdient man schon recht wenig, stimmt.
Ah, okay, jetzt kommen die ganzen Klimaaktivisten hervor, die jetzt so tun, als wäre Klima wichtiger, als es ist, irgendwelchen unschuldigen, hilflosen Lebewesen die Kehle aufzuschlitzen. Da denke ich mir so, ach so, ihr lebt alle in einem Bungalow im Regenwald und klimatisch gesehen extrem viel besser halt, sich pflanzlich zu ernähren. Ja, genau. Habt ihr noch Fragen zu Tierrechten? Ich werde jetzt, glaube ich, nicht mehr meinen Kühlschrank zeigen, weil ihr alle dann das Thema aus den Augen verliert. Nimm mich in den Live. Was willst du denn sagen? Schreib mir vorher, was du sagen willst. Und dann überlege ich es. Aber eigentlich will ich hier keinen joinen lassen. Gist. So, genau, es ist auch nicht, man muss auch nicht, also es geht auch nicht ums Perfektsein beim veganen Leben. Also es geht, also das Mindeste ist natürlich vegan leben und zwar 100%. Aber ich meine, es geht nicht ums perfekter sein als andere, weil ich habe auch Fleisch gegessen damals. Ich habe selber, wie gesagt, auch noch ein paar Baustellen, wie dass man ja sein nachhaltiger leben kann. Ich denke, das kann jeder von uns. Aber es geht halt um die Wahl. Du hast die Möglichkeit, Leid, das, was du auf die anderen auswirkst, zu reduzieren und zu minimieren. Oder du hast die Wahl, es zu maximieren. Warum solltet ihr also die Wahl treffen, euer Leid auf diese Welt und auf die Tiere zu maximieren, wenn ihr es nicht müsst, wenn ihr die Wahl habt? Also genau das ist das Einzige, was ihr euch überlegen müsst. Und wenn ihr das nicht wollt, dann lasst die Tiere leben und lebt einfach vegan. Ich will nur sagen, wieso wir alle kein Vegan essen. Aha. Warum kaufst du den? Dann Kleidung aus Bangladesch, mache ich doch gar nicht. Wie kommst du da drauf? Ich glaube daran, dass wir Tiere essen sollen. Ist das okay? Nein, ist es nicht. Ich maximiere. Ja, ich bin froh, dass ich vegetarisch erzogen wurde und jetzt auch vegan bin. Da bin ich auch froh. Sehr stark von dir. Was hat dich bewegt, vegan zu werden? David, ich bin vegan. Celia. Oder Selina, wieso sprichst du mir meinen Glauben ab? Habe ich nie gemacht. Werde ich auch nie machen, weil jeder soll glauben, was er will, solange dein Glauben nicht die Freiheit von anderen einschränkt. Celia, warum, was hat dich bewegt, vegan zu werden? Jetzt sind gerade nicht so viele da, also kann ich gut auf Fragen eingehen. Ich stimme dir zu und esse auch kein Fleisch. Das finde ich schön. Warum vegan, Junge? Ich esse 24/7 Fleisch. Weil Tiere nicht deine Opfer sein wollen. Hast du Kontakt mit Raffaels? Du meinst wahrscheinlich Raffaela? Aber meine Autokorrektur macht das auch immer. Ja, habe ich. Sie gibt mir Tipps. Ich bin vegan, weil ich keine Tierprodukte brauche. Ich liebe Tiere halt einfach. Genau. Und wer sie liebt, der tötet und isst sie nicht. Sehr gut von dir. Ich liebe Hähnchen und Liebe geht nur. Ha, nee, der ist zu dumm, der Spruch. Wir sind alle Veganer. Ich bleib Afghaner. Oder Albaner. Verstehe ich nicht. Jetzt bin ich an meiner Gabel hängen geblieben. Weil die Lia gesagt hat, sie ist auch wegen mir vegan. Sehr cool, Lia. Freut mich sehr. Könnt mir auch gerne alle beim Instagram nochmal schreiben. Celine, was bist du für ein Landsmann? Deutsch. Nur mein Freund ist leider noch nicht vegan, nur vegetarisch. Dann schick den mal zu mir und lass ihn mal meine Videos sehen. Vielleicht überzeugt es ihn ja. Oder Earthlings, Dominion,
kann natürlich schwierig werden. Ich habe von vielen Partnern gehört, wo jetzt der Partner zum Beispiel nicht vegan ist. Das ist halt ein bisschen, das ist halt schade, weil wenn man während der Beziehung vegan wird, dann ist es natürlich so, dass die eine Seite vielleicht dann Druck macht. Und das kann zu Problemen führen. Am Ende des Tages, ja, glaubst du ja auch daran oder hast deine Gründe, mit dieser Person zusammen zu sein. Und diese Gründe sind natürlich dann auch, ja, gemeinsame Sicht auf gemeinsame Werte. Und das würde halt bedeuten, dass er vegan leben sollte. Was ist an Ei-Essen schlimm? Hecht ist wieder da. Hi. Eier sind, also Tiere werden gezüchtet nur für ihre Eier. Ja, überzeug ihn weiter. Ja, die werden nur dafür gezüchtet, sie werden getötet, wenn sie männlich sind, weil sie keine Eier legen können. Die weiblichen Hühner werden auf schreckliche Art und Weise gehalten und müssen jeden Tag Eier geben. Ihr Körper sind nicht dafür gemacht, so viele Eier zu geben. Ja, und am Ende sterben diese Tiere auch in Massen. Auch ein interessanter Fakt: Das Kükenschreddern wurde verboten in Deutschland. Denkt man erstmal, oh, cool, interessant. Das ist aber allerdings blöd, weil es noch mehr Leid erzeugt. Ich ignoriere keine Kommentare, ich rede nur manchmal und ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Sonst schreibt den Kommentar einfach, bis ich reagiere, dann wird er schon auffallen irgendwann. Ja, und ja, Kükenschreddern verboten, die dann zu Tierfutter verarbeitet wurden, zermetzelten Küken. Und da das jetzt verboten ist, ne, sterben werden sie trotzdem. Oder getötet werden sie trotzdem. Und ja, aber zu Tierfutter werden sie dann nicht verarbeitet, sondern zu Menschenfutter. Und was ist mit dem Tierfutter? Ja, jetzt züchten die noch zusätzlich ganz viele Mäuse, die dann getötet werden. Also es hat noch mehr Leid erzeugt, weil diese Tierschutzreform in Kraft getreten ist. Also absolut bescheuert. Und die Leute werden wieder ausgetrickst und denken sich, ja, jetzt kann ich ja Eier kaufen, weil ah, die Küken werden ja nicht mehr geschreddert. Austricksen bis zum Austricksen und immer wieder das Gleiche. Genau. Ja, ich habe gehört, was mit Raffaella passiert ist. Und ich finde es einfach absolut ehrenlos und asozial, was diese Kindchen da gemacht haben. Wenn er noch ein bisschen Anstand hat, dann wird er sich melden und wird sich entschuldigen. Aber da erwarte ich nicht viel von solchen Menschen. Und wie gesagt, ihr sagt immer, die Veganer sind ja die Extremen. Ich habe noch kein Video gesehen, wo ein Veganer jemanden geschlagen hat, wo ein Veganer jemanden beworfen hat. Nee, das ist bisher nur von den Omnis oder Fleischessern gekommen. Überraschung. Weil vegan bedeutet halt gewaltfrei. Für alle, die fragen, was passiert ist, Raffaela war in München, hat bei DSDS versucht, ins Casting zu kommen, um darüber noch mehr Leute zu erreichen. Leider hat sie es nicht geschafft und hat dann gesagt, dass sie in München unterwegs ist. Dann kam eine Horde von Jugendlichen auf sie zu und hat sie richtig, das sah aus wie, als wäre sie irgendwie, was weiß ich, Madonna oder so, haben sich getummelt um sie rum. Und dann hat irgendjemand währenddessen ein Ei auf sie geworfen und später ihr an den Nacken geschlagen. Und sie sucht gerade nach Leuten, die das gemacht haben. Und ja, es ist einfach nur absolut scheiße von diesen kleinen Kindern. Ich glaube daran, dass dass Gott die Tiere für. Ach, so ein Quatsch, ey, mit immer diese Sache mit Gott irgendwas begründen. Also wenn dir der Regenwald für Fleischersatzprodukte abgeholzt werden, der Regenwald, du kannst dir bei Google Maps anschauen. Geh da mal hin, guck bei Google Maps und schau dir an, was da ist. Da findest du zwei Sachen. Farmen von irgendwelchen Tieren und also meistens Kühe. Und Soja, was an diese Kühe verfüttert wird. Das heißt, die Fleischesser zerstören den Regenwald und holzen den ab, dadurch, dass sie so viel Fleisch essen wollen.
Das Soja oder die Ersatzprodukte, die wir essen, die werden in Österreich und Deutschland sogar angebaut. Schaut mal auf die Labels drauf, wo die Sachen herkommen. Dann werdet ihr merken, dass es nicht Argentinien ist. Zwei Prozent sind Veganer, ja, und es werden immer mehr, bis wir 100% sind. Also, ja. Thunfisch gibt es auch in vegan mittlerweile. Sehr, sehr, sehr viele Alternativen. Hast du Haustiere? Nein, aber meine Freundin hat Haustiere. Sie hat eine Perserkatze aus dem Tierschutz gerettet. Die war halt, wurde zurückgelassen. Die hat, ist eine Qualzucht gewesen. Die hat irgendwie so die Nase eingedrückt in den Kopf rein, weil irgendjemand dachte, das ist cool, die so zu züchten. Und ja, die Katze hat auch Schwierigkeiten zu atmen manchmal. Die hat Probleme mit sich sauber zu machen, weil ihre Augen immer tränen. Aber die ist trotzdem, der kleine Fluffy ist trotzdem süß und wird jetzt auch, kriegt jetzt auch veganes Futter, wo er total drauf steht. Also ja, ne, nicht meine Katze. Ich würde mir persönlich keine, würde kein Haustier in mein Haus bringen, weil ich nicht glaube, dass es eine Sache ist, die Menschen machen sollten, weil Tiere nicht, ja, nicht zu Menschen in der Form gehören. Natürlich in einem Konzept wie einem Lebenshof oder so, wo die viel Freiraum haben, wo die nicht von Autos überfahren werden können, wo die mit den Menschen zusammen irgendwie, sag ich mal, wie Mitbewohner leben können, in dem Konzept schon mal eher. Aber so wie es halt gemacht wird, dieses, ja, auch dieser Markt an Haustieren, wo die verkauft werden zu Weihnachten, wo Welpen gekauft werden und alles natürlich so süß und toll ist, aber wirklich eine Qualindustrie dahinter steckt, wie die die züchten, wie die Tiere einfach wie eine Ware behandeln, manchmal auch kleine Welpen dann halt auch einfach abschaffen und töten. Kauft euch keine Haustiere, niemals. Ne? Rettet vielleicht welche, ernährt diese Tiere vegan, ne? Und sonst lasst es sein. Damit dieses Konzept der Haustiere auch langsam weniger wird. Ne? Ja, meine Freundin ist vegan und sie ist auch Tierrechtsaktivistin. Sie macht auch Outreach und filmt einige meiner Outreach-Videos. Nein, du darfst Fluffy nicht essen. Nicht kaufen, adoptieren, genau. Also wenn, dann adoptieren. Ja, ich gehe wieder bei. Tschüss, Alena. Schönen Tag noch. Ich hoffe, du lebst vegan. Wie soll ich meinen Hund bitte vegan ernähren, mit veganem Hundefutter? Boah, so eine einfache Antwort auf so eine simple Frage. Unser tägliches De Ach so, ja. Hoch auf das Vegansein. Stimmt. Ach, geht auf den Discord-Server, versucht dort zu verteidigen, ob ihr Tiere quälen könnt oder nicht. Geht sonst auf 31x.org, stellt euch die Frage, ob ihr weiter brutal leben wollt oder vegan. Jetzt mache ich die letzten paar Minuten mal ohne das Schild. Außer es kommt jetzt wieder ein Andrang von 1000 Leuten, wie es letztes Mal war. Wie denkst du zu Honig? Honig ist eins der unnötigsten Produkte, jedenfalls zum Essen auf jeden Fall. Was wir überhaupt haben, also kannst du stattdessen einfach Ahornsirup nehmen, ne? Oder mittlerweile gibt es Honigersatz oder Sachen mit Honigaroma. Ich stelle mich mal hin. So, dann kann man mich auch mal ganz sehen. Kann ich fast gar nicht mehr lesen. So. Seit wann bist du schon vegan? 4,5 Jahre. Kann ich einmal posen und sagen, was alles hier veganer Muskel ist. Übelst stabil. Ich bin jetzt kein Markus Rühl, aber was?
Füchse dürfen nicht vegan leben, einer ist schon mal gestorben. Ja, wie genau diese Geschichte von Sonja Say zum Beispiel, die ihren Fuchs auch vegan ernährt hat und der aus anderen Gründen gestorben ist. Sonst kannst du sie mal nachgucken und dir die ganze Geschichte anhören bei Carnism Debunked. Da wird das Ganze einmal aufgeklärt, was da überhaupt hintersteckt. Akzeptierst du, wenn Leute nicht vegan sind? Akzeptierst du es, wenn Leute rassistisch sind? Wenn Leute andere Feindlichkeiten haben? Wahrscheinlich nicht. Liest du die Bibel, Bro? Nein. Warum sollte ich dieses Buch lesen? Das ist viel zu alt, um noch irgendwas Sinnvolles und Aufschlussreiches zu bieten. Toleranz einfordern und selber nicht danach handeln, genau. Das ist immer schlecht, wenn man Toleranz. Ja, wobei es gibt dieses Dilemma der Toleranz gegenüber, also der Intoleranz gegenüber Intoleranz. Also man soll alles tolerieren im Prinzip, außer wenn jemand intolerant ist. Wer es versteht, ne, kann ja mal Bescheid sagen. Weil TikToker, zeigt mal deinen Bizeps, okay? Wollte jetzt bald mal ein bisschen mehr definieren, aber. Masse ist auf jeden Fall schon ein bisschen da. Was sagst du hier zum Übertreiben alles? Wie zu alt? Ich bin 26. Ich werde niemals vegan. Doch, spätestens wenn du tot bist, wirst du aufhören, Tiere zu töten. Also es gibt immer ein gutes Ende für die Tiere. Darf man wissen, wie du heißt? Oliver heiße ich. Das sage ich auch in meinen Videos meistens. Lass doch die Leute in Ruhe, wir haben Menschenrechte. Genau, Menschenrechte und der nächste Schritt sind Tierrechte. Weil Tiere genau die gleichen Empfindungen haben wie Menschen. So, jetzt mache ich noch ein paar Minuten. Stark. Jo. Ich kann auch mal den Rücken zeigen. So sieht man aus, wenn man vegan ist. Ist deine komplette Familie vegan? Nein. Gott hat Tiere erschaffen. Ach Mann. Ihr immer mit eurem Gott. Das ist doch 2000 Jahre alte Geschichte. Warum glaubt ihr da immer noch dran? Ja, TikToker. Ja, vegan ist das möglich. Seit 4,5 Jahren vegan. Und ich bin gut unterwegs mit dem Training. Du kannst es auch sein. Fang einfach an. Lass die Tiere nicht weiterhin leiden für dich. Es ist nicht nötig. Also setz es um. Für Tipps, sonst schreibt mir nochmal bei Instagram. Ihr findet alle Links, auch diese Links hier, auf meinem Linktree, auf meinem Profil bei TikTok. Ja. Und ich komme nicht aus Linz, ich komme aus Essen, Deutschland. Und ich würde jetzt den Stream beenden. Lass die Tiere in Ruhe. Lass die Tiere leben. Wir wollen alle nicht schlecht behandelt werden, also tut es auch nicht anderen an. Vegan ist richtig und wichtig. Und danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein paar Erkenntnisse gemacht. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Celia.